Hallo und schön, dass du heute wieder eingeschaltet hast. Mein Name ist Thomas. In dem heutigen Video zeige ich dir meine Zuchtgruppe von der Pfefferschafe Archimandrita tessellata. Hauen wir einfach mal das Intro raus und dann geht's auch schon los. Viel Spaß! Die Pfefferschafe ist in Guatemala, Costa Rica, Panama und Kolumbien beheimatet. Sie leben dort in den üppigen Regenwäldern und sind dort auch recht häufig anzutreffen. Ich habe gelesen, dass es bei den Menschen in Kolumbien eine Sage gibt. Diese besagt, dass ein Geist Pfeffer über die Schaben gestreut hat, damit diese nicht gefressen werden und ihren Beitrag zur Waldaufbereitung dort leisten können. Außerdem verdanken sie den Namen der Tatsache, dass sie, wenn sie sich bedroht fühlen, ein nach Pfeffer riechendes Abwehrsekret produzieren und auch abgeben können. Die Schaben können bis zu 7,5 cm lang und bis zu 4,5 cm breit werden. Der kräftig gebaute Körper ist von den großen, hellbraunen Flügeln bedeckt. Die Farbe variiert von hell bis dunkelbraun. Und auch das Pfeffermuster ist unterschiedlich bei jedem Tier ausgeprägt. Die Flügel sind sehr groß, aber fliegen können die Tiere nicht, beziehungsweise können sie sehr gut zum Beispiel von einem Baum damit segeln. Aber selbst das machen die Tierchen nur sehr ungern. Die Beine der Tiere sind mit unzähligen Dornen gespickt, mal mehr und mal weniger ausgeprägt. Aber gerade die Hinterbeine sind sehr ausgeprägt bedornt. Hier muss man aufpassen, falls man die Tiere zur Futtertierzucht nutzt, dass die Hinterbeine vor dem Verfüttern doch entfernt werden sollten. Auch beim Händeln der Tiere spürt man den ein oder anderen Piekser. Die Tiere haben kräftige Beine und können sich auch sehr stark festhalten. Pfefferschaben sind aber keine Scheibenläufer, bedeutet also, sie können keine glatten Flächen hochklettern. Man sollte jedoch beachten, dass der Nachwuchs der Schabe klein und flach gebaut ist und durch jede kleine Ritze oder Spalte es ins Freie schaffen kann. Ich empfehle daher die Zucht in einer Plastikbox mit einem festsitzenden Deckel. Auf der Hand sind die Tiere eher ruhige Zeitgenossen, wenig hektisch unterwegs und dies macht sie auch zu sehr beliebten Terrarienpfleglingen. Meine Zuchtbox hat etwa 57 x 39 cm in der Grundfläche und ist 28 cm hoch. Ich habe auf jeder Seite ein Belüftungsloch mit Lochblech angebracht, damit die Luftzirkulation vorhanden ist und es zu keiner Staunässe kommt. Organza oder weichere Materialien wie Fliegengitter würde ich hier gar nicht nehmen, da die Tiere doch recht starke Beißwerkzeuge haben. Der Bodengrund ist bei dieser Schabenart sehr wichtig. Die Pfefferschabe verbuddelt sich sehr gerne und gerade die Weibchen suchen im Boden Schutz und bringen dort auch ihre Jungen zur Welt. Es gibt hier verschiedene Einrichtungsmöglichkeiten. Entweder man arbeitet mit Laubwaldhumus, Korkröhren, Holz, Laub etc. Oder man geht so wie ich den sterileren Weg und nutzt eben Kleintierstreu. Dies hat den Vorteil, dass man die Jungtiere schneller findet, da dunkle Tiere auf hellem Einstreu sitzen und man kann die Box regelmäßig mit wenig Aufwand erneuern. Die Reproduktionsrate ist auf Einstreu meiner Meinung nach dieselbe als mit Laubwaldhumus. Und die Gefahr eben, dass ich Fliegen, Milben oder sonstiges einschleppe, ist doch viel geringer. Ein einfaches Halten auf Eierpappe ist weniger von Erfolg gekrönt, da sich die Tiere hier einfach nicht wohlfühlen. Wenn ihr eine größere Zuchtgruppe hält, dann achtet darauf, dass nicht zu viele Männchen in eurer Box leben. Es kommt sehr oft dann zu Revierkämpfen und dabei beißen diese sich dann gegenseitig die Flügel an. Als Futter könnte man hier alles Mögliche anbieten. Die Pfefferschaben sind Allesfresser. Also Obst, Gemüse, aber auch Proteine werden sehr gerne angenommen und sind wichtig, da die Tiere sich sonst gegenseitig die Fühler und Flügel anfressen. Auch Kalk in Form von Sepiaschale oder Eierschalen sollte ihnen immer zur Verfügung stehen. In der Natur fressen sie auch sehr gerne Aas. Ich verwende Hundetrockenfutter und einmal die Woche gibt es Salatgurke, um den Flüssigkeitsbedarf der Tiere zu decken. Dabei füttere ich aber nur so viel, wie auch in einer Nacht wieder gefressen wird.
Fehlt Frischfutter, ist eine gesonderte Tränke unumgänglich. Sie lässt sich genauso wie bei Grillen über eine wassergefüllte Plastikdose realisieren, in deren durchbohrten Deckel man dann einen Docht einzieht, zum Beispiel einen dickeren Schnürsenkel. Aber auch flache Gefäße, auf die man zum Beispiel Watte oder Wattepads drauflegt, eignen sich genauso gut. Eine extra Beleuchtung ist hier nicht notwendig, da die Schaben nachtaktiv ist. Eigentlich könnte man eher darauf achten, dass die Tiere mehr Dunkelheit abbekommen statt Licht. Eine Haltung in ständiger Finsternis wäre also auch unproblematisch. Wenn ihr doch jetzt einen natürlichen Lebensraum bei den Schaben bevorzugt, könnt ihr natürlich auch eine Bodenpolizei einsetzen. Asseln lassen sich wunderbar in Gesellschaft mit den Pfefferschaben halten, da diese sehr ähnliche Lebensbedingungen bevorzugen und sich auch von deren Kot ernähren, was gegen Schimmel und auch Fäulnis hilft. Die Temperatur sollte mindestens 24 Grad betragen. Optimale Zuchttemperatur liegt so zwischen 26 und 28 Grad. Bei niedrigen Temperaturen vermehren sich die Schaben eher langsam bzw. gar nicht mehr. Du kannst, wie ich, eine Heizmatte dafür verwenden, um den Zuchtbehälter nochmal richtig zu beheizen, um die Vermehrung anzuregen. Temperaturen unter 20 und über 35 Grad vertragen die Tiere nicht und lassen diese auch meist eingehen. Die Luftfeuchte sollte so etwa bei 50-60% liegen. Die Geschlechter der Pfefferschaben sind recht einfach zu erkennen. Dreht man die Tiere um und schaut sich den letzten Abschnitt ihres Abdomens an, so erkennt man bei den Weibchen, dass dieser letzte Abschnitt viel größer ist als bei den Männchen. Bedeutet also, den Weibchen fehlt einfach nochmal eine Zwischenlinie. Ich denke, man kann es auf den Bildern eigentlich ganz gut erkennen. Die Pfefferschaben haben eine sehr lange Entwicklungszeit. Das Weibchen legt sein Eipaket, also die Oothek, für einige Sekunden ab, nachdem das Männchen es mit seinem Flügeltanz beeindruckt hat. Diese Oothek wird außerhalb des Weibchens befruchtet und anschließend nach dem Weibchen wieder in ihre Genitaltasche aufgenommen und ausgebrütet. Nach etwa 5-6 Monaten schlüpfen maximal 20 Jungtiere. Zum Vergleich, die argentinische Waldschabe braucht bis zum Schlupf 3 Wochen bei gleichen Temperaturen. Natürlich ist die Entwicklungszeit der Jungtiere bis zum Adultstadium auch hier stark temperaturabhängig. Unter 24 Grad beträgt sie mehr als 10 Monate und bei über 28 Grad etwa ein halbes Jahr. Die Jungtiere sind weiß, bis nach einigen Stunden der Chitinpanzer aushärtet und sie ihre normale Farbe erhalten. Nach dem Schlupf wird bis zur Endgröße dieser Chitinpanzer immer wieder abgestreift und ein neuer gebildet. Man spricht auch hier von einer Häutung. Die Pfefferschabe hat eine Lebenszeit nach der Adulthäutung von 1,5-2 Jahren. Das ist für eine Schabe recht lang. Wenn dir das Video gefallen hat, dann unterstütz mich doch mit einem Daumen nach oben. Dies hilft mir, meinen Kanal weiter auszubauen und noch bessere Videos zu machen. Abonniere meinen Kanal und aktiviere die Glocke, damit du keines meiner Videos mehr verpasst. Uploadtag ist immer samstags. Hast du Fragen? Dann ab damit in die Kommentare. Ich freue mich, dass du heute wieder eingeschaltet hast. Bis zum nächsten Video. Ciao, euer Thomas von krabbelkeller.com.